Ich kümmere mich darum, dass hier im Heim genau das passiert, was unsere Geldgeber mit dem Geld, das sie uns anvertraut haben, hier auch erreichen möchten. Dass die Kinder ein sicheres Zuhause haben, dass sie eine gute Ausbildung genießen und dass sie später auch einen guten Start in ein erfülltes Leben bekommen. Wir verfolgen hier erstmal den Lehrplan, der von Tansania vorgegeben wird für eine Mittelschule. Das entspricht bei uns einer Realschule. Und darüber hinaus ist es ganz wichtig, dass die Kinder hier den Umgang mit der Sprache Englisch lernen. Das soll im Grunde die zweite Muttersprache werden. Wir lernen sehr viel im Bereich Computer. Wir haben einen Informatiker, der die Kinder hier unterrichtet. Und wenn sie das Dorf verlassen, wenn sie später in das Berufsleben überwechseln, sollen sie eine vernünftige Allgemeinbildung haben, sie sollen fließend Englisch können und sie sollen vernünftig mit dem Computer umgehen können. Und das ist eine gute Voraussetzung, um später in Tansania sehr erfolgreich sein zu können. Wichtig ist einfach, dass man versteht, dass man mit einem Kind, dem man Bildung gibt, 10 anderen Menschen weiterhilft, die vielleicht keine Bildung bekommen haben. Denn jeder, der ein bisschen was auf dem Kasten hat, kann später hier selbstständig sein, kann eigene Jobs schaffen, kann von seinem Wissen was weitergeben. Und das ist die beste Art und Weise, wie wir dieses Land hier weiter voranbringen können.